In Österreich nennt man sie Brezel, in Bayern Brezen und im englischsprachigen Raum Pretzel. Doch nicht nur beim Namen scheiden sich die Geister, sondern auch dann, wenn es darum geht, wo bei diesem geschlungenen Gebäck oben und unten ist. Wenn du an eine Brezel denkst, wo ist denn für dich da der Bauch? Oben oder unten? Unten. Unten? Bauch oben, ja. Moment, die Brezel. Ja, Bauch oben, würde ich sagen. Bauch unten? Ganz klar. Ja, schon. Bauch oben? Ja, würde ich jetzt auch sagen, Bauch oben. Ist ja, oder? Bauch oben. Immer. Schon immer Bauch unten. Der Bauch ist immer unten. Bei der Brezel? Oben, unten ist, wo geflochten ist. Ja, der Bauch ist unten. Unten? Ja, das ist die Frage. Meiner Meinung nach ist der Bogen oben. Warum? Warum? Weil man es so schlingt. Und das liegt dann von mir entfernt und dann ist eben der Bogen oben. Die Brezel oben ist, wo es verschlungen ist. Unten ist da, wo diese einzelne Lücke ist und oben da, wo die zwei Löcher sind. Im Schwäbischen da, wo der Schnitt ist. Ja. Und ja gut, die bayerische Brezel, die ist halt oben ein bisschen aufgerissen. Ja, und da ist bei der Brezel oben. Der Bauch soll nach oben, ja. Ja, wenn ich eine Brezel denke, dann sind oben die zwei Ohren oder Augen und unten ist der Bauch auf jeden Fall. Unten? Unten, ja. Nee, oben. Und, also ich würde die so halten, dass die, unten ist der fette Bauch und oben sind die zwei Ohren. Oben? Der Bauch. Unten das Teil. Für mich ist ja der Bauch oben. Aber du hebst sie jetzt hochkant. Ja, ja. Aber auch wenn ich sie hinlegen würde, wäre unten für mich, keine Ahnung. Der Bauch ist unten. Sag ich oben? Oben. Okay. Und? Und wieso? Das ist einfach so in meinem Kopf. Eine klare Antwort gibt es hier wohl nicht. Macht nichts. Denn egal ob auch oben oder unten, die Hauptsache ist doch, es schmeckt. Übrigens, die Entstehungsgeschichte der Brezel geht auf eine Legende zurück. Demnach musste ein Bäcker aus Bad Urach einen Kuchen backen, durch den dreimal die Sonne scheint. Seitdem gibt es auch die unterschiedlichsten Varianten, wie man so eine Brezel essen kann. Ich esse meine Brezel ja am liebsten süß, mit Nutella. Und ihr? Schreibt es uns in die Kommentare, wie ihr eure Brezel am liebsten esst und lasst uns ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat.